Hallo WPU, hier nochmal zu unserem Thread mit den 3D-Zielen. Fangen wir mal mit dem großen Ziel an. Basis sind diese Ringholzschrauben in dem Zinnbecher, der ist etwas schwerer. Ist ein Loch reingebohrt, dann entsprechend die Schraubverschlüsse von der Colaflasche und entsprechend hier Löcher reingebohrt in die Bullen. Fangen wir mal mit den großen Sachen an. Schießen werde ich auf 12 Meter, mal ein paar Schüsschen da drauf. Dieses Ziel ist etwas kleiner, etwas anders montiert. Der Deckel hier von Hundefutterdose läuft also quasi auf dem Boden des Zinnbechers. Ein Zinnbecher ist immer ganz gut, hat jeder irgendwie zu Hause noch liegen. Schauen wir mal. Achso, das sind hier Holzklötzchen und ich habe hier dann Unterlegscheiben verschraubt. Ja, die ganze Geschichte kostet vielleicht 1-2 Euro. Alle Ziele. Hier das kleinste Ziel. Beim Treffer dreht sich die Geschichte hier. Wenn er sich gerade drehen sollte, kann man hier auch hier oben drauf schießen. Ne? Also schauen wir mal. Diese Geschichte mit den Nägeln ist schon recht anspruchsvoller. Ja, also ich habe immer hier auf die weißen Teile gezielt. Gut, danke schön fürs Zuschauen. Das nur mal so als kleiner preiswerter Vorschlag für 3D-Ziele. Bis dann, euer Nobby. Tschüss.